So, wir brauchen 91% Mindestzustand. Machen wir weiter. Machen wir das Getriebe raus und machen die Kupplung. Vielleicht finden wir da noch etwas. Hier sind noch zwei Gummis, aber das sind auch kleine, den Längslenker. Das große, die kann ich so rausnehmen. Die sehen noch gut aus. 92%, 91 will er haben. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, dass ich einen Fehler gemacht habe vorne. Aus Versehen Gebrauchte eingebaut haben. Wäre natürlich fatal. 89. Aber der wird mir doch nicht angezeigt. Wird mir nicht angezeigt. Das sollte aber so sein. Muss ich jetzt mal gleich noch mal eine Testfahrt machen. Aber ich mache das Getriebe jetzt fertig. Anlasser. Anders, aber bist du hier? Der muss weg. Dann wäre der Hammer weg und dann können wir das Getriebe schon rausziehen. Wir prüfen natürlich jetzt auch noch die Kupplungsscheibe und die Druckplatte. Weil ich weiß nicht, ob er die mitgeprüft hat. Wenn ich mir also die Scheibe hier jetzt angucke, bin ich mir ganz sicher, dass das das letzte Teil war. Oder auch nicht. Hatte er schon, ne? Scheibe, ja. Okay. Und gerade nur so vollständig, aber das ist in Ordnung. So, Kupplungsscheibe und Ausrücklager. So. Dann wäre das immer ein bisschen schwierig von der Kameraführung, weil die so ewig lang ist. Okay. So, was war das mit den Gummis hier? Noch einmal gucken. Gummilagerbuchse groß, dreimal. Und das eine nicht gefundene Teil. Uhr noch mal einstellen, aber ich werde jetzt noch mal auf den Prüfstand gehen und noch mal die Teststrecke fahren. Vielleicht wird mir dann danach angezeigt, welche Gummilager es sind. Nehmen eine Diagnosefahrt, wir müssen die Spur eh noch mal neu einstellen, weil wir durch den Ersatz von den Zuschauerköpfen hat er tatsächlich das erkannt. Ist realistisch natürlich gemacht, keine Frage. Ja, ich weiß warum.
Anlasser vergessen. Zum 130. Mal. Okay. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, was auch ganz gerne schon mal ein Problem ist, das ist das Luftfilter oder Gehäuse. Siehst du? Luftfilter selbst. Ah, wir haben alle Teile gefunden. Also zumindest wisst, was ich meine. Alle Teile gefunden und doch nicht. Die Gummilagerbuchsen da, die geben mir jetzt ein Rätsel auf. Eigentlich der Meinung, dass sie jetzt alle neu sind, bis auf hinten, aber das müsst ihr mir anzeigen, doch normalerweise. So, den gleich in den Warenkorb. Einkaufsliste, besser gesagt. Da wollte ich nicht hin, das wollte ich eigentlich. Filter kaufen, direkt rauslöschen und einbauen. So. Ja, das hier ist dann etwas piedelig mit den Klammern, aber gehört dazu. Gut, dann probieren wir es nochmal auf den Prüfstand. Wir machen noch einmal die Test, den kompletten Test durch und fahren noch einmal auf die Teststrecke. Und dann sollte er mir eigentlich rot anzeigen, welche Gummilager kaputt sind. Ist nicht so ganz logisch. So, jetzt zählen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siehst du, die haben nur 90% und er will 91. 9, 10. Eine große unter 91, zwei große unter 91, drei große unter 91, vier. Also kann es das auch nicht sein. Irgendwas ist seltsam. Er zeigt mir die Gummilagerbuchsen groß hier an. Stellen Sie jetzt noch mal ein, kann aber sein, wenn wir die Gummilagerbuchsen jetzt gefunden haben, dass wir es dann noch mal einstellen müssen.
So, das haben wir alles gemacht. Bis auf diese drei Gummilagerbuchsen. Dann habe ich keine Wahl. Ich muss auf die Bühne. Muss die nochmal rausnehmen und die alle neu machen, die unter 91% sind. Dann und das geht's nicht. Es ist interessant, aber die hier hatte ich doch neu gemacht. Da muss ich doch jetzt normalerweise gar nicht. Ich gucke jetzt trotzdem. Nicht, dass ich beim Einbauen nicht aufgepasst habe und er hat mir da damals schon. Er hat nur 90. Jetzt machen wir mal eine Köpfchen hier. So. Guck's dir an. Also, wieder was gelernt. Es ist nicht so, dass also 94 kann ich einbauen. 94 ist okay. Ich will 91 haben. Dir an. Obwohl es grün war, reicht es nicht aus. Naja, es ist dann schon bei denen. Ja, das war's. Okay. Naja. Alle Aufgaben erledigt. Gut. Dann die Tür. Gewaschen ist er. Bin gereinigt ist er auch schon. So, lieber Kunde. Der Fahrzeug ist in Ordnung. Wenn ich nichts vergessen habe einzubauen. Hätte ich gerne 5853 Credits von Ihnen. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank. So, wir haben jetzt 94.000. Das ist doch schon mal gut. Aber vorher, bevor wir weiter einkaufen oder einen weiteren Auftrag annehmen, gehen wir erstmal hier rein. Werden die ganzen Teile verschrotten, die. Andersrum. Es werden erst die Teile verkauft, die noch etwas Geld bringen, nach Zustand sortieren. Ist da mal bekommen. So, alles, was über 1 Euro ist, wird verkauft. Moment, ich muss das anders anfangen. Rest wird verschrottet, denn für den Schrott halten wir Punkte. Die können wir dann irgendwann einsetzen, um andere Teile zu verbessern. So, und wir erhalten die Schrottsachen. Das ist nicht so viel und deshalb verkaufe ich lieber alles, was ich wo ich mehr als drei, ja, hier ist es jetzt alles nur noch Schrott. Ja, drei Credits. Zeige ich euch gleich warum. Die Scheibe kann dann ja auch nur drei. Den Karren hebe ich mal auf, 51%. Okay. Gut. So, jetzt gehen wir das Zeug verschrotten. Aber auch
Wir fangen hinten an. Dafür gibt es diese Punkte. 3, 2 oder 1. Und ihr seht, ich habe 3200 von denen. Die muss ich irgendwann mal. Und mit diesen Punkten kann man Teile aufwerten. Aber nur wenn man dann. So, wenn man das Blaue trifft, gibt es 3. Wenn nicht, gibt es nur 1. Bin jetzt wieder extrem schlecht. Oh Gott. Das sind so kleine Minispiele, die das Ganze etwas auflockern. Ich bin so schlecht. Aha. Jetzt geht's wieder. Immerhin. Rest wird eingelagert. Lager ist hier. Hoppla. So. Ja, komm, ich mach alles hier rein. Alles ins Lager. Wenn ich jetzt hier umschalte, dann seht ihr, was ich hier alles im Lager drin habe. Ist schon ein bisschen was. Gar nicht, warum ich den alten Sitz hier noch aufhebe. Weg damit. Und immerhin. So. Genau, wir haben eine Kiste bekommen, die öffnen wir jetzt. Da sind immer so interessante Sachen drin, die man dann hier auswählen kann. 2 von 5. Ja, die waren jetzt nicht so gut. XP, okay. Problem ist, ich habe hier alles schon hochgeskillt bis und geht nicht mehr. So, zum Reparieren haben wir auch nichts. Okay, dann würde ich sagen, aber wir gucken das nach einem kleinen Auftrag, damit ich schon ein bisschen was zeigen kann. Telefon. Das hier ist wieder ein Kampagnenauftrag, der ist dann ziemlich aufwendig. Machen das erstmal so klein hier. An der Kiste irgendwas mit Fahrwerk und Auspuff. Den nehmen wir jetzt an. So. Gut. Dann gucken wir mal. Ich glaube, bei denen ist immer alles soweit bekannt, was wir machen müssen. Oder auch nicht. Also es ist nichts bekannt. Ja, außer die Sachen. Aufhängung, Fahrwerk, laut beim Beschleunigen. Dann gucken wir mal, ob wir mit dem auf die Teststrecke können. Nein. Darf nicht aufs Auto zeigen. Falls er anspringt, aber nur, ne? Bremsigkeit fehlt. Ah ja, okay. Dann machen wir doch erst die erreiche einen Tuning-Wert von 14 bis 19%. Okay. Laut beim Beschleunigen, da gehe ich mal stark davon aus. Okay, machen wir jetzt anders. Rein auf die Bühne. Bremsflüssigkeit machen wir dann als erstes und machen dann einen Schnellcheck. Ich check. Sieht ja schon imposant aus, das Ding, ne? Oder mal. So, Bremsigkeit saugen wir aber zuerst ab. Wohl war eigentlich nicht notwendig. Hieß eigentlich nur auffüllen. Aber wenn wir schon mal dabei sind.
Das bringt jetzt keinen Verlust. Aber wir haben hier einen Tuning-Auftrag und das ist ganz interessant. Kühlmittel nachfüllen. Jetzt teste ich das mal. Bin ja hier immer noch so ein wenig am Testen gelegentlich. Ich auch noch nicht alles weiß, wenn ich hier in jedem Sache Kühlmittel nachfülle. Er schreibt nicht vorher absaugen. Sollte das ja eigentlich damit getan sein, ne? Gut. So, laut beim Beschleunigen heißt, da ist was am Auspuff. Da machen wir jetzt unsere Schnellprüfung. Okay. So, 40 schwammig ist klar. Aufhängen ist auch klar. Fahrwerk ist alles das gleiche. Zwei Mittelschalldämpfer, wir brauchen einen Wert von 15 bis 19% Tuning. Das bedeutet, ich mache jetzt beiden Abgastöpfe in den Warenkörb. Ich mache die ganze Abgasanlage in den Warenkorb, weil wir den Wagen tunen sollen. Und tunen geht am besten, einfachsten, für die Abgasanlage. Ich komme jetzt hier vorne gar nicht hin. Weil es gibt nämlich jede Menge Teile dafür. So, jetzt gehen wir hier zurück und gehen auf Tuning-Teile. Gehen auf Einkaufsliste, klicken auf den Mittelschalldämpfer. Dann bringt er mir nämlich die. So, die bringen 1,85% Leistung. Also Tuning. Das sind 3,7. Wir brauchen 11 bis 14, ne? Was habe ich gesagt? 3,7. Das sind immer 2, ne? Das sind dann 4,5, das sind 3,7, 7,7, 8,2. Also mit der Abgasanlage sollten wir es eigentlich hinbekommen. Wir haben es so einfach. Ich hoffe, es wird dann auch entsprechend vergütet. So, das testen wir jetzt mal. Geht alles von unten. Genau. Ansonsten muss ich gucken, da gibt es mit Sicherheit noch Bilder oder und sowas, aber ich denke, das ist ausreichend. Es ist ja Abgasanlage zwar immer noch laut, aber es ist neu und getunt. Und wir erhalten noch zwei gute Abgastöpfe, die wir irgendwann mal wieder verbauen können. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das erfüllt haben. 14 bis 19. 14 bis 19, wir hatten 12, ne? Ja, genau. So, aber ist kein Problem. Wir können. Aber Mensch, mach mal ganz schnell einen Dingstest hier. Aber ich sehe schon die Lenkung. Sieht nicht gut aus. Aber schwammig heißt eigentlich Gittrich und Stoßdämpfer. Stoßdämpfer und Lenkung. Die Lenkung, wenn ich mir die jetzt angucke. Seht ihr, wie stark die verrostet ist?
Okay, so. Jetzt können wir ja mal gucken. Ich mach mal hier das Lupffilter rein. Das Gehäuse. Und dann gehe ich in die Einkaufsliste und gucke mal. Es gibt einen Tuning-Luftfilter, der bringt 1%. Deckel natürlich nicht, ist klar. Vorhin richtig gerechnet, ich hoffe es. Könnte natürlich jetzt richtig hier hingehen und eine Doppelvergaseranlage draufsetzen. Dann haben wir zwar haben wir auf jeden Fall unsere Prozente. Aber wir gucken erstmal hier, ob das jetzt ausreicht. Nein, noch nicht ganz. Ne? Es fehlt vielleicht nur 1%. Dann schauen wir uns mal noch die Zündanlage an. Ja, die bringt auf jeden Fall 2%. Allein die Ansaugbrücke. Weißt du was? Hier noch ein. Haben wir es doch. Jetzt ja bezahlt wird. Geht das so runter? Genau. Ja. Schrauben gut versteckt. Jetzt aber, jetzt haben wir es, siehst du? Jetzt haben wir die 14% voll. Und das, was wir jetzt verbaut haben, wird auch bezahlt. So, Fahrwerk haben wir immer noch nicht gefunden. Aufhängung, schwammiges Fahren. Okay. Werden wir aber jetzt finden. Jetzt gehen wir nämlich auf den Prüfstand. Und, ah, weißt du was? Wir gehen fahren. Wir gehen fahren. Das hört schon gut an. Teststrecke, Teststrecke mit dem Auto fahren. Genau, dann sehen wir jetzt gleich, was hier Sache ist. Synchronisation ist immer noch etwas schlecht. Naja. Hoppala. Er fährt sich halt etwas schwammig und dann kommt es schon mal vor. Was haben wir gefunden? Oh, nicht das, was ich geglaubt habe. Das kann es ja wohl jetzt nicht alles gewesen sein. Ne? Das wäre ja ein bisschen übertrieben. Ne, Teil nicht gefunden. Federbügel und Teil nicht gefunden.
würde ich sagen, wir probieren es dann doch noch mal hier mit. Blubbert ja schön, das Ding. So, Domlager Vorderachse, haben wir noch einen Teil gefunden. Aber eins fehlt immer noch. Es würde mich nicht wundern, wenn es die Lenkung ist. Hat er nämlich immer noch nicht geprüft. Also, ich muss die ausbauen. Gibt nicht anders. Bevor ich. Ja, das ist jetzt wieder so eine Sache. Wenn ich Lenken jetzt ausbaue, sollte es normalerweise so sein, dass ich vorher die Lenkungsflüssigkeit absaugen muss. Wenn ich das jetzt nicht mache, kostet das ein Fuffi. Eigentlich. Aber ich muss jetzt testen, ob es bei der Lenkung aus ist. Bei der Wasserpumpe ist es so. So, war es es? Ja, siehst du, ich habe es geahnt. So, machen wir es jetzt wieder etwas einfacher. Wir gehen hier hin. Und das andere waren die Befestigungsplatte und Domlager Feder Vorderachse, Federbügel. Und ich glaube, Federbügel und so Zeugs habe ich, glaube ich, noch an Lager. Domlager Vorderachse habe ich auch noch. Moment, jetzt muss ich gucken, was wir ein. Was wir hier brauchen für einen 60% brauchen wir. Umlager habe ich noch da. Domlager habe ich noch da. 57%. Ich probiere es zu reparieren. So, aber was ich da habe, ist das Ding. Aber keine Platte. Aber die Platte kann ich, soweit ich das weiß, reparieren. Domlager. Die kann ich auch reparieren. Okay. Kann ich reparieren und verkaufen und dann gibt es da auch wieder Kohle für. So, welche war es? Die. Eine von den Federbügeln. Das war wahrscheinlich die andere Seite. Ne? Die Federbügel können wir auch reparieren. Da ist er. Machen wir natürlich, da wir die Möglichkeit haben. Da machen wir den auch eben noch. Dann ist es der Vollständigkeit halber. Platte können wir nicht reparieren. Ah, dann ist die kaputt. Dann müssen wir die kaufen. Ja, dann machen wir das direkt. Wieder beim Fahrwerk Befestigungsplatte kaufen. Zack. So, hier kommen aber nicht die neuen rein.
Die habe ich alle repariert. Ja, okay, da kommen sie doch alle rein. Okay, ist okay. War eigentlich unnötig, die Reparatur kriegen wir auch nicht bezahlt. Da kennt das Spiel keine Gnade. Okay, Lenkgetriebe. Habe ich, glaube ich, auch noch keins gekauft, ne? Keins mehr da gehabt. So, jetzt muss ich hier mal alles rauslöschen. So. Ja, hier kann man wirklich sehr gut sehen, was das doch manchmal für ein Aufwand ist an so einem Fahrzeug. Also man muss alles ausbauen, so muss man sagen. Hier ist es ja jetzt kein großer Aufwand, weil alles mit einem Klick, aber das ist in der Realität eher nicht so. Und wenn man irgendwie nicht so ganz an alles denkt, ne? Gut, jetzt muss ich aber mal gucken, ob ich das sehe. Ja, da ist es ja schon. Da oben das Domlager, das müssen wir noch neu machen. Ich glaube aber, das Federbein kriege ich so raus. Ja. Also, halb so wild. Zerlegt. Und brauche ich neues 60% brauche ich. Suche löschen, A, B, C, D, weit. Umlager, Vorderachse, kaufen. Jawohl. So, dann zusammen schießen. Okay. Dann machen wir das wieder rein. So, jetzt sollten wir alles haben, ne? Gut, dann werde ich das jetzt hier auch mal beenden. In der nächsten Folge, wenn ich jetzt, ich weiß noch nicht genau, wann die sein wird, dann werden wir uns dann ein Fahrzeug auf dem Schrottplatz holen. Und den komplett restaurieren. Ich versuche das dann in einem Stream zu machen. Das dauert einige Zeit, aber ich glaube, das wird ganz gut. So, lieber Kunde, Ihr Fahrzeug ist fertig. Bitte dann gern 6707 Credits. Und tschüss, vielen Dank für den Auftrag. So, dann machen wir aber noch zur Vollständigkeit halber eine Verschrottung. Oder beziehungsweise Moment. Erst verkaufen wir mal alles, was noch. Ja, ich verkaufe die. Verkaufe jetzt alles. Ich habe jetzt hier nichts mehr, was ich noch aufheben möchte. Jäger und Sammler. Habe öfter schon mal vor 8 Fahrzeuge. Da werden die Abgasanlagen hier. 72% das Luftfilter, die kann ich mit Sicherheit irgendwann nochmal verkaufen. So. Das wird jetzt Teile verkaufen. Da kann ich immer sagen, bis 30%. Und schon ist alles weg. Jawohl. So, wir haben aufgeräumt.
Wo ich unbedingt mal dran denken muss, dass ich die Teile aufwerte. Ich habe ja diese ganzen Punkte, die Teile aufzuwerten, nutze sie aber nicht. So, also, was ich jetzt noch machen werde, ich werde. Ne, machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, ich werde das ankündigen, gehen wir auf den Schrottplatz, nehmen uns ein Schrottfahrzeug oder ein Fahrzeug im schlechtesten Zustand und werden den restaurieren. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken, fürs Reingucken und für alles, was ihr so tut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.